Würde ja Sinn machen. So, dann bleibt also im Prinzip zu entdecken nur noch hier drüben diese andere Seite. Wie sieht denn das aus? Können wir denn hier rüber? Da geht es mehr als 10 Meter runter. Und wenn ich eine Brücke baue? Das wirkt nicht stabil genug für eine Überquerung. Ja, bla 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 und so. Und wenn ich eine Brücke baue? Eine uralte Urne auf der anderen Seite der Kluft? Was haben wir hier? Ich muss irgendwie über die Kluft, um da ranzukommen. Und hier natürlich noch ein Versorgungsschacht mitten in einer altertümlichen Wand in einer Wüste. Das erinnert so ein bisschen an die Truman Show. Was ist denn das dort drüben? Na, das werden wir gleich rausfinden. So, jetzt ging es darum, hier eine Brücke zu bauen. Und das hat mich beim ersten Mal dann doch ein kleines bisschen verwundert, weil man könnte jetzt denken, wir haben hier dieses Metallgestänge. Können das da vielleicht eventuell. Das könnte funktionieren. Aber ich brauche irgendetwas, das es vom Abrutschen hindert. Und jetzt an dieser Stelle ging ich eher irgendwie davon aus, dass man jetzt sowas wie Haken oder Seile oder irgendwas anderes zum Beschweren in dieser Art braucht. Aber es kommt ja dann im Prinzip auch nur noch eines in Frage, was jetzt fürs Abrutschen irgendwie für mein Verständnis nicht allzu viel Abhilfe verschafft, aber das ist hier diese Decke. Das heißt, wir nehmen also unsere Metallstäbe und verpacken sie ganz benutzerfreundlich in dieser Decke. Und mitgenommen. Sieht lang genug aus, um über die Canyonspalte zu reichen. That's what she said. So, dann nehmen wir das doch einfach mal. Zack. Sieht stabil genug für eine Überquerung aus. Hoffe ich. Let's have a try. So, und auch gleich fängt das da drüben schon alles an, lila zu leuchten. Fangen wir mal auf dieser Seite an. Eine Vogelschnitzerei. Vielleicht vom Bernstein umschlossen? Könnte sein. Wie kommen wir jetzt da ran? Was haben wir hier? Ein Büschelein. Ach, da war am Anfang auch so ein extra Gegenstand drunter. Mit dem Messer können wir jetzt das Bernstein hier aufquetschen. Oh, ein Quarzvogel. Nee, ein Quetzalvogel. Diese Quetzalschnitzerei scheint von den Mayas zu stammen. Oder Kühzahl? Wer weiß, wer weiß. Und dann haben wir hier einen Holzbalken. Der Holzbalken wirkt stark genug, um etwas Großes zu bewegen. Was könnte da wohl gemeint sein? Und unter epischer Musik sehen wir uns das nächste Minispielchen an. Offenbar muss ich das Gewicht ausbalancieren. Ich glaube, ich brauche mehr Gewichte für diese Waage. Und da haben wir hier jetzt zum einen diesen Tiger, den wir dann brauchen. Huch. Oh, jetzt habe ich das aktiviert. Der ist uns jetzt versperrt. Das heißt, wir müssen diese beiden, was ist das? Ledertröge mit den entsprechenden Gewichten füllen, um dann, naja, es erklärt sich ja gleich selbst. Ziehe die Gewichtsscheiben in die Halter. Finde das richtige Gewicht, um die Beinhalter exakt auszurichten. So, und die Ausrichtung ist dann natürlich dementsprechend die, dass diese gelben Bänder oder diese gelben Markierungen auf den Säcken hier unten mit dieser gelben Markierung übereinstimmen müssen. Und da können wir jetzt einfach mal wild ein bisschen rumprobieren. Im Prinzip reicht es hier sogar nur aus, wenn wir am Anfang das für einen hinbekommen. Das ist es nicht. Dann ist das schon mal richtig und im Prinzip muss der Rest dann dafür reichen. Und das ist jetzt auch noch relativ einfach. Jetzt muss ich mal ganz kurz räuspern. Kleinen Moment. Ganz dezent. Und mitgenommen. Jetzt habe ich dich, kleiner Jaguar. So. Gut, dann haben wir dieses und jenes. Und dann bleibt uns natürlich nur noch eines jetzt gerade wieder zu tun. Und zwar ist das mit unserem dicken Balken. Ja, zum Hochschrauber zu gehen. Und den einfach mal umzupurzeln. Danke. Der Hubschrauber sollte in ein paar Stunden einsatzbereit sein. Ich werde mich mal umsehen, falls wir zu Fuß von hier weg müssen. Okay, bleib in Kontakt und halt dich von Außerirdischen fern.
Zu Fuß. Aus der Wüste. Der trockensten Wüste der Welt. Man kann es ja mal in Erwägung ziehen. So, bei der Hubschrauberaktion hat sich jetzt hier ein Handschuh gelöst. Ein Handschuh, man weiß nie, was man hier draußen gebrauchen kann. Jetzt frage ich mich aber auch ganz ernsthaft, wenn die eine Expedition in die heißeste und trockenste Wüste der Welt in Peru vorbereiten und planen und ihre Sachen dafür packen. Wie kommt man auf die Idee, einen Winter, weil das ist ja nun ganz offensichtlich hier so ein richtiger tiefst sibirischer Winterhandschuh. Wie kommt man auf die Idee, den mitzunehmen? Und dann auch nur einen davon. Man könnte ihn ja gebrauchen. Wer weiß, vielleicht schlägt das Wetter in der Wüste um. Gut, nachts ist es in der Wüste halt wirklich arschkalt, aber jetzt mal im Ernst. Die hatten ja nicht an eine Übernachtung gedacht hier. Na, das ist jetzt mal, ne? Und so. Okay. Handschuh, ich weiß. Ich weiß leider schon. Skorpion und so, macht ja Sinn. Können wir mal mit dem Handschuh rangehen. Da verschwindet er. Ich hab's, das war knapp. Und damit haben wir die letzte Schnitzerei einer Schlange, die uns jetzt das Tor in die nächste Ebene öffnet. Der dorthin, der dahin und die Schlange dahin. Es hat funktioniert, es öffnet sich. Ich sollte dies in mein Tagebuch schreiben. Das Schloss an der Canyon-Tür... halt, Moment. Das Schloss an der Canyon-Tür war beeindruckend. Die Schnitzereien ließen eindeutig auf eine alte Kultur schließen. Aber der Schließmechanismus, die Technologie, ist sehr viel fortgeschrittener als alles, was ich bisher gesehen habe. Ich bleibe lieber in der Nähe des Hubschraubers, aber Hawk meinte, er würde ein paar Stunden für die Reparatur brauchen. Außerdem kann ich nicht nur rumsitzen und warten, wenn die Möglichkeit besteht, dass mein Großvater noch am Leben ist. Ich verstehe überhaupt nicht, warum mein Vater mir dieses Geheimnis so lange verschwiegen hat. Allerdings verstehe ich ohnehin nur die Hälfte von allem, was mein Vater tut. Wie dem auch sei. Ich habe das Gefühl, die Antwort liegt gleich hinter dieser Tür. We will see. Draußen sieht echt heiß aus. Wozu eine Tür, die nirgendwo hinführt? Oh, die Kugel. Sie leuchtet und vibriert wie ein Hubschrauber. Klicken wir drauf. Und klicken wir nochmal. Wir sehen ein kleines Paradies. Und es tut sich auf ein Haus vom Nikolaus. Tippe die Puzzleteile an, um sie zu drehen. Und ziehe sie auf die Umrisse. Bis das Bild fertig ist. Ja, das ist jetzt auch noch nicht so hoch. Da war noch was zu lesen. Das ist wie ein Puzzle oder ein Tangramm. Das, ne, und so. Das ist schon fast so ein bisschen Affenbeschäftigung, aber... Das dahin, dahin, dahin. Hab ich geschafft, ey. Krass. Ich bin so klug, ey. K-L-U-K. Ja. Ah ja. Aus der Kristallkugel in die Wüste. Der Obelisk aus der Kugel. Er ist hier. Aber wie? Aber wie? Aber wo? Aber wer? Huch, hier ist noch ein Stein. Da war beim ersten Mal auch wieder so ein Special-Objekt dahinter. So, jetzt leuchtet hier allerhand, also wir können hier einmal davor gucken, wir können auf den Obelisken gucken, wir können links vorbei, wir können rechts vorbei. Fangen wir mal unten in der Mitte an. Ich habe da gerade etwas im Sand gesehen. Einmal dieses und einmal jenes. Gut, jetzt die beiden hier in einem so einen kleinen Bildschirm zu verstecken, ist jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber hey, was soll's. Obelisk. Da haben wir das nächste kleine Spielchen. Und zwar brauchen wir da die 6-Kantsteine. Tippe, um die Steine zu drehen und die Energiekanäle von unten nach oben aufzufüllen. Jetzt müssen wir also die Energie, die von hier unten nach da oben läuft, in diese drei kleinen Speicher hier oben einleiten. Und es reicht aber auch jedes Mal immer nur einen Speicher zu füllen. Das heißt, wenn er einmal gefüllt ist, bleibt er voll und dann können wir die Dinger komplett wieder davon abstöpseln und den nächsten zu füllen.
So, gucken wir doch mal, wie war das noch gleich. So, dann haben wir einmal den. Nee, wie war das noch? Ach cool, außen lang. Hey. Och Mensch. Nee, so schon mal nicht. Okay, anders. Hier hoch, da lang, dort hinein. Jetzt mal den. So, und dann kriegen wir das noch hier rüber gelenkt. Ja, das bringt uns aber reichlich wenig. Denn wir müssen. Warte mal. Was ist damit? Da haben wir es. Ja, das sind mehrere Wege möglich. Beim letzten Mal sah es ein bisschen anders aus. Epische Animationen. Yeah. Ein fokussierter Lichtstrahl. Oder Energie? Die Druckwelle hat mich fast umgeworfen. Energy. Woo. Radio number one. Okay, Werbeschädigung. So, jetzt können wir hier lang, da wo die Action abgeht. Oder wir gehen erstmal zu dem, was hier wohl so ein, keine Ahnung, ein Gerümpelhaufen ist. Ja, da ist die Entscheidung natürlich nicht schwer. Da gehen wir natürlich hier lang. Ein altes Schiff? Wie kommt das denn nur hierher? Tja, und dann noch mehr alte Schiffe da hinten. Altes Schiff. So, fangen wir doch einfach mal von links an. Hier, Mann. Diese verrosteten Schiffsteile sind gruselig. Das stimmt. Eine Scherbe einer Marmorscheibe. Hier hinter war am Anfang auch noch so ein Spezialgegenstand. Und noch eine Kiste, von der ich leider schon weiß, dass da was drin ist. Diese Seilkordel nehmen wir mit. So, dann haben wir hier drüben. Ein Actionbild. Ich brauche etwas, um diese Metallstäbe wegzubiegen. Na Mensch, was wäre da besser geeignet als eine Brechstange? Und nochmal, genau. Im Frachtraum dieses Schiffes muss es doch irgendwelchen nützlichen Müll geben. Nützlichen Müll. Nun gut, ich meine, hier gibt es einen ganzen Haufen voller Goldstücke oder so, aber hey, ich meine, wir gucken mal lieber nach Müll oder so. Jo, dementsprechend, Wimmelbild Nummer 2. Schüssel, Kompass, Kugelrad, da weiß ich noch ganz genau, das hat mich bestimmt 10 Minuten der Aufnahme gebraucht oder gekostet, weil ich hier Schlüssel anstatt Schüssel gelesen habe und diesen Schlüssel hier wie bekloppt angeklickt habe und kurz vorm Verzweifeln war. Nun gut, zum Glück ist diese Aufnahme im Nirvana gelandet und wir können sie jetzt richtig machen. So, Schüssel. Kompass einmal hier, aber hier ist auch noch ein Kompass. Dann Kurbelrad. Das ist hier. Umschlag. Ne, das war ein Paket. Das war das Kassenbuch. Umschlag, 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 Umschlag. Hier, Umschlag. Leuchtfackel, Fossil. Fossil habe ich hier schon gesehen. Leuchtfackel ist hier auch relativ einsichtig. Schaufel und Kordel. Die Schaufel ist auch schwer zu übersehen. Und die Kordel ist dann nicht diese, sondern Kordel, 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 Cordula. Da. Auch nicht. Ach hier, ach Quatsch, Mensch. Kordel. Meine Güte. Diese Dinger sehen doch richtig nützlich aus. Na dann nehmen wir sie einfach mal mit.